Und dann hat sie gesagt, ja. Musst du dich zwischendurch immer wieder entspannen? Ja, sicher. Echt? Du nicht? Nö, eigentlich nicht. Echt? Also ich finde, das ist ja wurscht, das macht ja jeder, wieder glaubt dann, aber ja, eben, und gerade dann, ja, ist das super. Vor Prüfung mache ich dann ein paar Yoga-Übungen. Na, so eine Atem, nein, es reicht völlig, wenn du eine Atemübung machst, ja, und zwar geht die so, dass du... Du zeigst dir jetzt eine Atemübung? Ja. Okay, cool. Aber das beruhigt total, ich denke, du bist nervös vorher immer. Ja, ja, klar, ja, eben. Stimmt. Und das ist voll cool, weil dann steckst du voll in die Tasche und schaut, sag ich dir. Also pass auf. Okay. Also, du atmest ganz tief durch die Nase ein, ja. Also, genau, machen wir mit. Okay. Also, ich mach ganz Schaden. Locker, genau. Du musst an den Schad denken, das ist wichtig. Also, ach so, okay. Und jetzt irgendwie so die, Hände, so, die Hände so locker. An dich darf ich denken, ja? Was? Wie, was? Also einfach mal, okay, also die Hände so ganz locker, ganz easy. Und dann atmest du durch die Nase tief ein. Okay. Und durch den Mund eben so aus. Genau. Na, gleich nochmal. Und beobachtest halt deinen Atem so dabei. Also, das ist voll. Also, mir. Ich beobachte mir meinen Atem. Dabei. Ja, nicht mich, sondern den Atem. Du weißt schon, dass ich echt total auf dich stehe, oder? Was? Komm. Dann weißt du was redest du jetzt? Was? Nein, weiß ich nicht. Abgesehen davon, wir sind beide. In Beziehung und so, und ich meine, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja und? Was ja und? Das ist doch egal. Nein, ist nicht egal. Das weiß doch keiner. Hm? Also, komm bitte, ich glaube, du kannst. Ja, komm, was? Aua, du tust mir weh, hör auf! Komm. Hör auf damit! Du hast den ganzen Abend mit mir geflirtet. Was habe ich denn? Aber den Scheißdreck habe ich? Du hast zu viel gesoffen, hör auf mit dem Scheiß! Hör auf!